Beim AirThings Mini handelt es sich um einen smarten Raumluftsensor mit Bluetooth. Der Sensor kann unter anderem das Schimmelrisiko ermitteln. Weiterhin wird die Temperatur, Luftfeuchtigkeit sowie flüchtige organische Verbindungen gemessen. Der Sensor ist in einem unauffälligen Weiß gehalten. Neben einem ebenso weißen Blumentopf fällt er nicht weiter auf. Ab Werk sind 3 Batterien verbaut. Diese können bei Bedarf ausgetauscht werden. Mit Hilfe eines kleinen Ständers kann der Sensor frei im Raum stehen. Der Kickstand wird einfach auf der Rückseite angebracht. Werkzeug ist hierfür nicht nötig. Durch die rückseitige Öffnung könnte man den Sensor aber auch hängend betreiben. Dem Wave Mini liegt ein mehrsprachiges Anleitungsheftchen bei. Der Sensor ist bei Auslieferung einsatzbereit für das Pairing. Hierfür wird entweder ein iOS bzw. Android Smartphone oder Tablet benötigt. Die dazugehörige App ist kostenlos im App und Play Store vorhanden. Auch wenn man im weiteren Verlauf eine Übersicht über die aktuelle Luftqualität direkt am Gerät erhält, ist die App für die erstmalige Einrichtung notwendig. Über eine grün pulsierende LED zeigt der Wave Mini an, dass der Sensor für den Pairing-Prozess bereit ist. Beim ersten Start der App gibt jene zunächst eine Übersicht über die Funktionen des AirThings Wave Mini an. In der Übersicht werden verschiedene Anwendungsszenarien illustriert. Bei uns wurde der Wave Mini im Schlafzimmer aufgestellt. Im Anschluss an die Übersicht können sich die Nutzenden registrieren oder einloggen. Ist dies geschehen, können der Wave Mini oder andere AirThings-Produkte hinzugefügt werden. Um eine Verbindung via Bluetooth aufbauen zu können, möchte die Anwendung Zugriff auf die Standortdaten erhalten. iOS und Android bieten für die Berechtigung die Möglichkeit, diese einmal, nie oder für immer zu erteilen. Im Zuge der Einrichtung wird dem Wave Mini mitgeteilt, in welchem Raum er aufgestellt wird. Interessanterweise lässt sich die Umgebung noch einmal konkretisieren. Die App bietet selbst fürs Schlafzimmer noch unter anderem die Arbeit, das Zuhause oder die Ferienwohnung an. Hat man diese Angabe gemacht, ist die Einrichtung des Sensors abgeschlossen. Sollten Firmware-Updates verfügbar sein, können diese via App eingespielt werden. Auf diese Weise wird der Wave Mini stets auf dem aktuellen Stand gehalten. Da der Luftsensor kein Wi-Fi hat, muss man während dem Update mit dem Smartphone in der Nähe sein. Gleiches gilt auch für den Datenabgleich. Ohne gekoppelten Hub lassen sich alle Daten nur in räumlicher Nähe zum Gerät einsehen. Der Sensor soll dazu dienen, die allgemeine Lebensqualität zu verbessern. Gerade in Mietwohnungen möchte man jede Art der Beschädigung am Haus vermeiden. Häufiges Problem stellt dabei Schimmel dar. Das Motto des Sensors geht damit einher. Sieht man Schimmel in der Wohnung, ist es bereits zu spät, diesen zu verhindern. Der Wave Mini konnte genau dabei helfen. Wir haben die Benachrichtigungen über Wochen getrackt und der Vermieterin vorgelegt. Während diesen Bearbeitung und die Renovierung in Vorbereitung war, zeigte sich der erste Schimmel. Der Sensor hatte folglich richtig gelegen. Da in diesem Fall die Dokumentationsarbeit bereits erfolgt war, stand die Isolationsarbeit nichts mehr im Wege. Es folgte der Auszug aus dem Schlafzimmer. Alles musste ausgeräumt und ausgebaut werden. Da eine Renovierung staublastig ist, möchte man keine Möbel im Raum zurücklassen. Auch der Xtreme Halo Plus zog aus. Einzig der leere Kleiderschrank und die Leinwand, abgeklebt beides, blieben zurück. Die Arbeiten zogen sich etwa 2 Wochen in die Länge, versprachen aber, das Schimmelrisiko künftig zu minimieren. Im Anschluss an die Arbeiten hätte das Zimmer zwar direkt wieder bezogen werden können, allerdings roch es noch einige Zeit ziemlich nach Baustelle. In der Zwischenzeit waren wir ins Büro umgezogen und blieben auch da, denn in dem Mief konnte man schlecht schlafen. Schlecht haben wir in der Zeit aber nicht gelebt. Ohne den Wave Mini wären die Renovierungsarbeiten nicht so einfach möglich gewesen. Die akribische Datensammlung hilft dabei, Lüftungsverhalten zu dokumentieren, das Raumklima im Auge zu behalten und eventuelle Missstände frühzeitig anzugehen. Der Wave Mini ist aktuell für 74,20 € auf Amazon verfügbar. Ihr habt noch Fragen zum Wave Mini? Dann ab damit in die Kommentare. Mein Name ist Timon, die Kollegin war Sarah Elisa Oley für die Nerdbench.